wundervollen guten Tag hier wieder aus Weißlauf in Skyrim mit Güni, mit Wladimir, Vitali, Waldimar, wie auch immer du genannt werden möchtest. Oder ich, sagen wir mal so, du kriegst auf jeden Fall irgendwann demnächst einen Wohnort und dann, ne? Beschwer dich nicht. Ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach fein gemahlenen Salzen. Süßholzgeraspel gehört. Okay. Und ich möchte ehrlich sein, ich habe mir nebenher ein kleines Fenster aufgemacht, in dem ich immer mal wieder gucken kann, an welchen Orten ich tatsächlich suchen kann für das Zeug. Bevor ich jetzt hier einfach blind durch die Gegend stiefel. Und wir haben unter anderem die Bruthöhle. Da werde ich jetzt einmal kurz schauen, ob ich die irgendwo finde. So. Ich habe jetzt einmal kurz geguckt, wo ungefähr die Koordinaten sind. Wir haben hier Mortal. Und da ist die Bruthöhle. Ich weiß jetzt nicht, Moment. Er hat mir ja gesagt, in einer Höhle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt neue Höhlen... Oh, gucke mal. Ich habe tatsächlich neue Höhlen auf der Karte eingezeichnet. Ach, guck mal, da brauche ich den Guide ja gar nicht. Einfach die nochmal neu starten, damit keiner merkt, dass ich Guides nutze. Ja, aber sagen wir mal so. Ich glaube, es ist nichts Verwerfliches daran, bei einer riesigen Spielwelt einfach mal zu gucken, wo man diverse Dinge findet, bevor man jetzt wirklich 20 Folgen nur sucht. Ich wusste jetzt nicht, dass er mir die Sachen auf der Karte markiert. Das ist sehr lieb von ihm. Gehen wir mal in die Bruthöhle. Dann können wir Diesel auch nochmal nutzen. Passt doch alles. Diese Beinbrecherhöhle, die werden wir dann natürlich als nächstes besuchen, wenn wir hier nicht fündig werden. Ich finde es auch krass, dass ich einfach noch riesige Gebiete immer noch leer habe auf der Karte, wo ich noch nichts wirklich gefunden habe. Auch keine Dungeons oder irgendwas, und da wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was verbirgen. Verbergen meine ich. Das fand ich halt vor... Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet, und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ach, das ist wieder die Nummer. Da sind wir doch eigentlich schon mit fertig. Ja, also ich fand das damals vor knappen 11 Jahren, fand ich das sehr, sehr, sehr geil. bei Skyrim, dass es halt so riesig war, dass ich halt überall hinreiten konnte. Ich habe immer was Neues entdeckt. Da nochmal eine Grabstätte, da nochmal eine Höhle. Das hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Das hat sich dann auch durch die Fallout-Dinger und sowas von Bethesda getragen. Also ich fand die Spielwelt zum Erforschen halt sehr, sehr cool. Das macht auch heute immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man dann nochmal so ein bisschen so halb RP-mäßig mit seinem Charakter hier durch die Gegend rennt. Und damit dann das Cinematic Universe rund um Günther aufbaut. Mit euch zusammen. Was dann auch immer ganz cool ist, wenn dann immer Kommentare kommen, wo ihr mir helft, oder wenn nochmal Ideen kommen oder sowas, finde ich immer sehr geil. Und irgendwo hier soll die Bruthöhle sein. Hier sind diverse Höhlen. Ich denke mal, alle anderen, die jetzt noch nicht markiert waren, die werden dann höchstwahrscheinlich einfach schon markiert sein von mir. Aber ich nehme dann einfach mal schlichtweg an, dass da in den Höhlen kein Salz war. Okay, Bruthöhle. Den Bären. Das ist zumindest schon mal ein Khajiit. Ich meine, Khajiit sind Handelsleute. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Ein gutes Zeichen für uns, nicht für den Kollegen, der hier liegt. Ist das hier hinterm Wasserfall oder wie sieht das aus hier? Hier oben? Ja, hier ist oben. Ja, Höhlenbär-Drachenfall widerstanden. Ja, woran das wohl liegt? Bin mir nicht ganz sicher. Es könnte daran, oder es könnte einen Zusammenhang geben zwischen Drachenfall funktioniert nicht und das ist ein Bär. Aber naja. So, aber in die Bruthöhle mal gucken, vielleicht finden wir hier Salz. Wie auch immer, irgendwelche Seeleute hier mitten in den Bergen. Ich habe das Gefühl, dass wir bald Ärger kriegen. Okay, dann speichern wir doch mal dazwischen. Allein dafür sind diese Huskagel-Sachen echt praktisch, würde man schon sagen. Dass sie ab und zu mal Bescheid geben, wenn, ne? Ja.
Schauen wir mal. Da hat er tatsächlich gar nicht mal so... Oh, der schwarze Pfeil. Keine Ahnung, nehme ich aber erstmal mit. Sagt mir nämlich erstmal im ersten Moment nichts und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich das Buch vielleicht noch nicht habe. Ein goldener Ring. Guck mal, hier war schon mal ein Abenteurer. Eingemahlene Salze, nice. So, Dietrich, Goldfackel brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber den Trank nehme ich noch gerne mit. Schön. Erfolgreich bis hierhin, würde ich sagen. Dann bringen wir mal das Salz wieder zum Captain zurück und dann habe ich, denke ich mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich einmal das jetzt und... Eine Höhle. Und zweifellos sind da Tiere drin. Oder Banditen. Du bist so weise. Da passiert. Naja. Wir gehen erstmal wieder hoch. Schnacken mit dem Captain und ich hoffe mal, dass das dazu zählt, dass ich den Leuten in der Stadt geholfen habe, weil das ist immer noch das Hauptziel. Um hier an ein Grundstück zu kommen in der Gegend. Einfach mal hinlaufen. Was ist das eigentlich mit den Leuten? Sind die so dauerwach? Weil die halt einfach nur auf dem Schiff stehen? Okay, alles klar. Aber ich vermisse diesen alten Besen. Servus, grüzi und hallo. Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein. Ja, ich habe übrigens sein Salz. Die erste gute Nachricht, seit ich vor einem Jahr die Segel gesetzt habe. Hier ist euer Anteil. Danke. Ich gehe dann mal wieder. Und 2 von 3. Nice. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. So wie es aussieht, darf ich erstmal wieder in der Taverne pennen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder davon angekackt werde, so von wegen immer so, was, das muss ein Scherz sein, sie haben doch erst ein Zimmer bezahlt, blablabla. Ich mir denke, willst du mein Geld oder nicht? Aber dann werden wir jetzt erstmal dahin gehen. Ich glaube, da hinten ist die Taverne, ne? Guck mal, schön Sternhimmel. Ich habe auch immer noch irgendwo, glaube ich, das Lager in irgendeinem Inventar, aber ich habe es immer noch nicht genutzt. Wir könnten ja auch mal wildcampen gehen. Dämmerstern ist ein gefährlicher Posten. Wenn die Banditen einen nicht erwischen, dann... So, windige Gipfel. Ihr, was wollt ihr? So, mal gucken, ob 24 Stunden schon um sind. Entschuldigung, natürlich. Okay. Für heute gehört das... Wir werden nicht dafür angekackt, dass wir den Geld anbieten. Mhm. Dann die üblichen 10 Stunden. Dann gucken wir mal, ob wir irgendjemanden finden, der Hilfe braucht. Wenn ihr sonst noch etwas braucht. Im windigen Gipfel gibt es den besten Baden von ganz Dämmerstern. Thoring betreibt die Taverne. Leute. Mit ihm. Ich gehe nochmal beim Jarl rein. Ich arbeite in der Mine. Ich will keinen Ärger. Ihr solltet mit dem Jarl reden, falls ihr etwas braucht, Fremder. Weil in dem Haus hier ist ja immer noch diese Kultist, also die so ein bisschen aussieht wie so eine Kultistin. Die es ja auch in Weißlauf gibt, da wo diese Drachengelehrten oder was auch immer. Vielleicht gibt es da nochmal eine Quest, die ich mir abholen kann. Nur ein Bediensteter von Moin. Ich bin hier, um den Bewohnern von der Hofzauberer, so hießen sie. Zu helfen. Was habt ihr zu verkaufen? Seid ihr der Hofzauberer? Ja. Ich habe euch nicht gewählt. Schöner Tag in Dämmerstern. Okay, also ich habe auf jeden Fall den unten am Hafen. Was gibt es hier noch? Irgendwelche Leute muss es da noch geben, die mit denen ich reden kann. Der hat Bier von mir genommen. Die Götter euch. Beziehungsweise Met. Einen gefangenen Drachen freizulassen, das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Okay, hier ist auch nichts, kein Laden oder so. Schiff muss ich ja nicht mehr gucken. Ist auch keiner mehr zu Hause. Ist das nicht das Oblivion-Museum da hinten? Guck mal, hier gibt es auch nochmal Alchemie, da kann ich mich dann auch nochmal umsehen nach Zutaten und allem. Man Zaubertränke her. Kommt doch an die Ladentheke. Komm doch. Mörser und Stößel findet ihr Heilmittel für jede Krankheit, von der Ataxie bis zum Sinnesfluch. Wie habt ihr damit begonnen? Nee, was habt ihr zu verkaufen? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Nee, Abenteurer, deswegen brauche ich Heiltränke. Ah, Trank der Heilung. Kleine Heilung. Heilung. Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Ja. Gut, da konnte ich dann wenigstens nochmal einkaufen. Jetzt gucke ich hier nochmal, weil das mit dem Museum, das haben wir natürlich schon abgeschlossen. Da war eine ganze Quest hinter. Hier ist jemand daheim.
verschaffen wir uns natürlich einfach mal Zutritt. Vielleicht ist ja auch keiner daheim, sondern einfach nur keiner da. Auch nett. Dann gehen wir nochmal hier rein. Servus. Das Museum läuft gut. Ich habe niemandem von dem Vorfall mit der Klinge erzählt. Natürlich auch so eine Sache. Hast du hier irgendwelche Sachen, die man sich noch irgendwie stehlen könnte oder so? Irgendwelche Dedra-Artefakte, das wäre natürlich auch nett. Aber gut. Oh, wer sitzt denn hier so einsam? Moin. Ich kann euch zu jedem Hafen entlang der Küste bringen. Na, okay. Na gut, dann... Mhm. Ist auch ein nettes Angebot, brauche ich jetzt gerade aber nicht. Ich muss irgendjemanden finden, den ich helfen kann. Vielleicht noch die Boys da an der Schmiede, beziehungsweise... Oh, die Mine. Die Mine. Die Mine ist doch ein guter Place. Oder vielleicht Schmied, warte mal. Servus. Ich helfe meinem Gatten Rustleif, die Schmiede zu führen. Wenn es um Stahl geht, ist er ein wahrer Künstler. Was könnt ihr mir über Dämmerstein erzählen? Nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleif das aushält. Das ist die dicke Haut von den Nord. Das Hammerfell? So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Das Land des Sandes und der Meere. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Okay. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Braucht ihr einen Dolch? Nein. Arbeitet ihr für die Schiffe? Damit nochmal? Ja, ich habe an dem einen oder anderen Anlegeplatz gearbeitet. Die meisten Schiffskapitäne sind aber sehr abergläubisch und lassen nicht jeden an ihr Schiff ran. Und Dämmerstern ist für sein notorisches Pech bekannt. Wir sind der letzte Anlaufhafen vor Windhelm und der Erzhandel macht uns zu einem prächtigen Ziel für Piraten. Hm. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Ja. Ja, werde ich auf jeden Fall, aber das bringt mir natürlich auch nicht viel. Also gut, die haben irgendwie was mit Erzhandel am Kopf. Fragen wir doch mal die Leute, die das Erz bearbeiten. Meine Frau Beitild ist tot, aber ich vermisse diesen alten Besen nicht gerade. Besen, okay, alles gleich, so übrigens eine Arbeit. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Milchtrinker. Ja, nee, ich glaube, das ist wirklich nur Arbeit. Schürfe. Arbeit in der Schmelzhütte. Wesentlich mehr gibt es nicht zu sagen. Das ist natürlich jetzt auch wieder geil, ne? Das ist jetzt der Einzige, der wirklich Arbeit hatte, beziehungsweise so questmäßig. Ja. Wozu die Eile? Ich bringe den Bergmännern Proviant und Ausrüstung. Das ist ja nett von dir. Sie zahlen nicht viel. Aber ich darf die meisten Nächte am Feuer im Gasthaus schlafen. Du bist nett. Ich bin spät dran, ich muss los. Okay, der hatte jetzt auch keine Quest für mich. Langsam wird es ein bisschen eng. Redet. Na, hier ist natürlich auch nichts. Das war mit dem Schmied. Behaltet eure Hände bei euch, wenn der Legat in der Nähe ist. Ja, wenn der Legat interessiert mich nicht, ist ich eh jetzt alles. Der Jarl und ich haben unsere Meinungsverschiedenheiten. Tut mir leid, dass ihr eine mitbekommen musstet. Oh, das ist aber schon länger her, dass wir die mitbekommen haben, glaube ich. Ich möchte etwas trinken oder Arbeit finden. Ja, dann verweist ihr mich wahrscheinlich auf die Taverne. Habe ich euch mit jemandem streiten gesehen? Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Ja, okay, dann, ja... Dann fällt das als Wohnort, glaube ich, fast schon weg. Yeah. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Ja. Das machen viele in diesen Tagen. Ich empfehle die Taverne zum windigen Gipfel. Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Aber an eurer Stelle würde ich es bei den Minen am anderen Ende der Stadt probieren. Okay. Passt auf euch auf. Das ist jetzt natürlich nur die Sache, in den Minen möchte ich nicht unbedingt, ich möchte halt nicht arbeiten, ich möchte halt Quests erledigen, das ist das Problem, aber irgendwie hat hier kein Schwein eine Quest für mich. Die wollen mir alle nur sagen, immer so, ja, du kannst halt
dem Jarl helfen, was aber für mich nicht gleichgestellt ist mit den Leuten helfen. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ich arbeite in der Mine, ich will keinen Ärger. Ich bin nicht besonders. Ja, ich gebe euch einen aus, nee. Mann, der eine Spitzhacke schwingt, um Geld für seinen Mehl zu verdienen. Ist doch fast schon eigentlich ein bisschen blöd hier tatsächlich. Ja gut, in der Taverne halt, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Der Captain war halt schon wichtig. Die weiße Halle. Ich frage einfach nochmal. Vielleicht gibt es hier auch noch Leute, die anderweitig Hilfe brauchen. Ja, nee, du heulst mir wieder die Ohren voll, dass du einen scheiß Job hast. Frage ich dich doch nochmal. Bist du jetzt Zauberer? Der Jarl kann alles verlangen, aber ich setze keinen Fuß auf das Schlachtfeld. Habt ihr denn eins? Ich habe einen großen Krieg gekämpft und genügend junge Leben ausgelöscht. Das werde ich nicht noch einmal tun. Okay. Ihr habt den großen Krieg erwähnt. Vor ungefähr 30 Jahren überfiel der Altmeri-Bund das Kaiserreich. Es war ein Überraschungsangriff, den niemand erwartet hatte. Sie nahmen schließlich die Kaiserstadt ein. Ich war dort und tötete junge Elfen mit Feuerbällen und Blitzen. Klingt spannend. Bei Akatosh. All das Blut. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Das will ich niemandem mehr antun. Ja, klingt auch verständlich tatsächlich, aber dann kannst du mir auch nicht helfen. Mal ein schöner Tag in Dämmerstern. Ja, du machst wieder einen auf Stumm, ja. Ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Bringt mir nur nicht viel. Dann einmal hier hin, da ist keiner mehr. Ja, moin. Ich habe seit über 35 Jahren in Dämmerstern das Sagen. Was ist mit Haus? Es tut mir leid. Derzeit sind in Dämmerstern keine Häuser auf dem Markt. Aber ich könnte euch Land im Fürstentum verkaufen, auf dem ihr euer eigenes Heim errichten könnt. Muss ich? Ich möchte halt auch gar nicht Tane werden. Dann nehme ich es halt einfach. Aber mein Gott. Ich werde schlafen, weil ich weiß, dass ihr die südlichen Gefilde bewacht. Hier ist der Titel für euer Gehöft. Folgt einfach der Straße südlich von Dämmerstern an Festung Dunstadt vorbei und dann weiter nach Süden. Alles klar. Das Land ist nahe der Kluft der Kolosse, direkt an der Grenze zu Weißlauf. Ihr befindet euch dort fast in Sichtweite des Loreius-Hofes. Ja, guck mal, dann sind wir zumindest nah an der Hauptstadt, aber das ist also Hauptstadt in Anführungszeichen. Mit einer der größten Städte auf jeden Fall. Behelligt mich nicht weiter. Ja, ja, komm. Sei denn, es ist dringend. Gut, dann haben wir zumindest alle drei Grundstücke. Wurde jetzt auch schön damit begleitet, dass wir noch einen Erfolg gekriegt haben. Und jetzt geht's zum Häuschen. Was ist das? Ja, ne? Wenn nicht das Tundragut sein, das müsste ja dann das hier eigentlich sein. Dann also vom Turm einmal runter. Dann gibt's nochmal einen kurzen Cut. Und dann beenden wir das Ganze an dem Haus. Und dann kann man eigentlich fast schon abschließend euch ein bisschen immer mit einbeziehen, wo man denn eigentlich hinziehen soll. Weil bisher ist es nicht ganz klar, wo ich eigentlich hinziehe. Beide hatten so ihre Vor- und Nachteile, beide Anwesen bisher. Nur eins davon wird es im Endeffekt. Also ich werde alle, glaube ich, bis zur Wohnbarkeit irgendwie zusammenkloppen. Aber nur eins davon wirklich auch in der Aufnahme und auch in der kompletten Fülle. Also mit allen Sachen, die man verbauen kann und so. Und da kann man sich schon mal Gedanken machen, ob ihr vielleicht eine Idee hättet, wo es denn Güni am besten gefallen würde. Also Seeblick ist, glaube ich, immer noch mein Favorit. Ich habe immer noch eine falsche Markierung, glaube ich. Ja. Reisen wir nochmal zurück. Und ja, gerne mal reinschreiben, welche ihr so ganz am geilsten findet von der Umgebung her. Nicht unbedingt auch auf irgendwas eingehen, was vielleicht irgendwie so am günstigsten wäre, so von wegen da und da bist du schneller da und da oder solche Geschichten, ist mir eigentlich komplett egal. Oder irgendwelche Perks oder sowas von irgendwelchen Sachen oder dass es in der Nähe eine Mine gibt, wo ich mir immer Erz holen kann. Solche Geschichten jucken mich eigentlich nicht, es geht mir eigentlich wirklich darum, welchen Ort ihr am schönsten findet. So. Das ist auch schick, weil du hier halt so diese ganze Berglandschaft direkt hast. Warte mal, wenn ich das jetzt baue. Das ist der Holzklotz. Da ist die Geschichte. Ich guck mal, wo das Haus dann steht. Beziehungsweise ich würde... Diesel, was ist los? So. Ich würde sagen, ich melde mich gleich nach einem kurzen Schnitt einmal wieder. Und dann beenden wir die Folge mit dem stehenden Haus. So.
Da sind wir wieder. Und so hier so in dieser abendlichen Stimmung ist es natürlich... Oh, lol. Ist es natürlich auch schon recht hübsch hier in der Gegend. Raus steht jetzt quasi so, dass wenn ich rausgehe, sehe ich hier direkt den Hof. Ich sehe den dicken Berg. Auch ganz nett, tatsächlich. Also Seeblick ist immer noch so ein bisschen mein Favorit, würde ich sagen, weil ich das dann mit dieser Abgeschlagenheit und sowas und dass das so ein bisschen da reingeht und nicht ganz so einsichtig ist, irgendwie doch ganz cool finde. Hier hat man dann natürlich so hier diesen dicken Berg, der ja jetzt nicht unwichtig für die Story war. Man hat Weißlauf in der Ferne und. Also hier ist natürlich auch schon mal ganz nett. Und wir haben noch direkt am Meer, quasi das Haus am Meer. Weiter im Norden. Ne, bei Morta war das, ne? Aber auch auf jeden Fall weiter nördlich. Also könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was euer Favorit ist. Ich bin jetzt erstmal raus. Ja, ich bin auch schon fertig. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentar, Like, Abo dalassen, das Übliche. Und ansonsten morgen wieder reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht es gut, bis denn und tschüssi.